Heute möchte ich dir zeigen, wie du ganz rasch und einfach deine Wochenagenda in OneNote abbilden kannst und wie du so den Überblick über all deine Termine und Aufgaben behältst. Erstellen wir uns zuerst einmal eine Liste mit den Wochentagen und formatieren wir diese mit einer kräftigen Schriftart. Um die einzelnen Agenden dann sauber zu gliedern, füge ich jetzt einen Einzug mit der Tabulatortaste ein. Das ermöglicht mir dann, die einzelnen Tagesinhalte zu kollabieren. Um die Agenda auch mit Start- und Endzeit versehen zu können, erstelle ich eine dreispaltige Tabelle und wende auch hier gleich ein paar Formatierungen an. Am schönsten ist es, wenn die erste Spalte rechtsbündig, die letzte Spalte linksbündig und eine leichte Schattierung für den Inhalt eingestellt ist. Dies kannst du dann später auch zum Farbkodieren deiner Agenda und Termine verwenden. Sehr praktisch. Jetzt kopieren wir uns diese kleine Tabelle noch zu allen anderen Tagen und fertig ist die Grundstruktur unserer Wochenagenda. Mit einem Doppelklick auf das OneNote 5-Eck vor dem Wochentag lässt sich so jeder Tag einzeln aus- und einklappen. Zur Verschönerung füge ich noch ein paar Emojis ein und wähle eine Hervorhebungsfarbe für den Text, damit die einzelnen Tage noch besser voneinander getrennt sind. Natürlich kannst du hier alles anpassen, zum Beispiel die Breite der Tabellen oder des Containers einstellen. Mein Geheimtipp: Fülle mit Leerzeichen den Rest der Tageszeile aus, dann bekommst du einen schönen farbigen Balken. Nun kannst du deine Wochenagenda befüllen und jeden Tag deine Termine und Aufgaben eintragen. Nutze dazu auch verschiedene Farben und alle anderen Möglichkeiten von OneNote. Du kannst auch ganz rasch wiederkehrende Termine einfach kopieren und einfügen und so auf andere Tage setzen. Hier stehen alle Funktionen von OneNote zur Verfügung. Wie zum Beispiel den Trick mit der doppelten eckigen Klammer, um schnell einen Link auf eine neue Seite für längere Inhalte einzufügen. Du kannst natürlich auch in jede dieser Zellen alle möglichen Inhalte wie Audio, Videos oder auch sogar Dateien ablegen und so behältst du alles im Überblick. Mein OneNote Masterclass-Tipp: Füge nochmals eine Tabelle innerhalb der Zelle ein. So bleibt alles schön geordnet. Und dank der Struktur kannst du jeden Tag wieder rasch ein- und ausblenden lassen. Wenn du möchtest, kannst du so auch gleich mehrere Wochen dir vorbereiten, indem du einfach deine Fixtermine einträgst und dann den gesamten OneNote-Container kopierst. Die Vorlage kannst du natürlich auch noch beliebig erweitern. Ich persönlich habe sogar noch eine weitere Gliederungsebene und auch Links in meiner Agenda eingefügt. Mehr dazu in einem der kommenden OneNote Masterclass Tipps und Tricks.